So, ich habe jetzt Petram Scheier in der Leitung. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Genau, und du bist gerade auf dem Weg nach Ägypten und dich interessiert die Sache da. Und du bist in Deutschland bei Attac aktiv und du schreibst auch Artikel über Ägypten. Und jetzt passieren da ja gerade viele, viele Sachen in Ägypten. Vielleicht kannst du ja mal einen kurzen Überblick über die letzten Tage geben. Ja, wir haben seit ungefähr 10 Tagen wieder heftige Mobilisierung auf den Straßen. Das ist ja auch viel in deutschen Medien gewesen. Die Situation ist in den letzten 2 Tagen allerdings massiv eskaliert. In der letzten Woche hatten die Gegner von Präsident Morsi groß auf die Straßen mobilisiert und die hatten am Dienstag eine gigantische Demonstration, wahrscheinlich die größte zumindest seit einem Jahr oder so. Aber manche sagen seit der Revolution. Und auf der anderen Seite hatten die Befürworter von Morsi, also die Islamisten, auf die Straßen mobilisiert. Und bis dahin war es noch ruhig geblieben. Es gab zwar immer wieder Auseinandersetzungen, es sind Zentren der Muslimbrüder auch attackiert worden und angezündet worden, aber es gab noch nicht eine große Konfrontation. Und das ist allerdings gestern passiert. Es gab 5 Tote nach einem Übergriff eine Demonstration der Islamisten auf eine Zeltbesetzungsstelle vor dem Palast des Präsidenten. Ja, dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen zurück. Also vor einem Jahr, da gab es die Revolution in Ägypten und der ehemalige Diktator wurde abgesetzt. Und infolge dieser Revolution, oder wer hat denn damals überhaupt diese Revolution gemacht? Vielleicht fangen wir damit an. Ja, wie alle große Revolutionen waren da sehr viele Teile der Gesellschaft beteiligt. Die Mehrheit der Gesellschaft stand zumindest auf der Seite der Revolution. Wobei Revolutionen machen, tun natürlich nie Mehrheiten. Also auch wenn in Ägypten vielleicht in Hochphase der Revolution 2, 3, 4 Millionen Menschen auf der Straße gewesen waren, was eine gigantische Menge ist, war es ja nicht die Mehrheit. Sondern es waren aktive Minderheiten in der Gesellschaft. Und der Revolution ging auch eine lange Periode der Dissidenz und Opposition zuvor. Es gab 2008 schon größere Streiks und Anfänge von Gewerkschaftsbewegungen, die immer wieder zum sozialen Unruhe geführt hatte. Wir hatten aber auch politische Kampagnen, Oppositionsformierung, auch eine neue Linke ist in dieser Zeit entstanden. Ja, im Endeffekt, also die Wahlen, die dann auf den Machtwechsel dann kamen, die haben die Moslembrüder gewonnen. Welche Rolle haben denn die Moslembrüder während der Revolution gespielt? Die Moslembrüder waren beim Aufstand selber in den ersten Tagen sehr passiv. Sie sind erst, als der Aufstand sich wirklich ausgeweitet hat, am zweiten, dritten Tag dazugekommen. Das hat zu einer massiven Ausweitung des Aufstandes auch geführt. Aber sie galten immer im Revolutionsprozess als eine Kraft, die zwar dabei ist, aber eine konservative Kraft ist. Und sie haben eigentlich versucht, eine sehr moderate Rolle zu spielen, nicht schnell einen Machtanspruch zu stellen. Allerdings, das hat sich im letzten halben Jahr geändert. Insbesondere seit Morsi Präsident geworden ist, stellen sie jetzt die Machtfrage. Das ist in den letzten 2 Wochen passiert. Sie haben auf der einen Seite einen Konflikt gegen den alten Eliten eröffnet. Das ist die Entmachtung der Justiz, weil die Justiz immer noch nicht zumindest sehr stark beeinflusst war von alten Eliten, von alten Seilschaften von Mubarak. Auf der anderen Seite hat er sich aber auch mit progressiven Linken und Liberalen angelegt. Und die zeigen sich als sehr, sehr mobilisierungsstark und haben geschafft, eine große Einheit auch auf den Straßen wiederherzustellen. Es gibt also so 2 Stränge, einmal Morsi gegen das Militär und die Justiz und dann aber halt auch, gegen die anderen Bestrebungen im Parlament oder so. Vielleicht kannst du ja mal diese anderen, also die Linken und auch die rechten Opposition zu den Moslembrüdern ein bisschen beschreiben, wer da aktiv ist und welchen Einfluss die haben und was die wollen. Also bei den Präsidentschaftswahlen war es so, dass in der ersten Runde die politische Lage ganz gut sichtbar geworden sind. Wir hatten auf der einen Seite die Islamisten, deren Kandidat Morsi und Abdul Fattah war. Abdul Fattah ist ein Reformislamist und die Salafisten, deren Kandidatur wurde gecancelt. Aber das sind sozusagen die 3 Strömungen der Islamisten.
Und auf der anderen Seite hatten wir die Kandidaten des alten Regimes. Und hier gibt es dann einen Hardliner-Flügel und es gibt auch einen Moderaten. Der Moderate, der aus der Mubarak-Zeit kommt, ist Amr Moussa. Und der Hardliner war der Shafir, der dann in die zweite Runde auch kam. Und dann gibt es links davon einen Block von Liberalen und Linken. Dieser dritte Block nach Islamisten und alten Regime war im letzten Jahr noch sehr geprägt von konservativen Liberalen, von sehr reichen Parteigründungen eher die sozialere Linke war in diesem Block sehr marginal. Das hat sich allerdings verändert seit den Präsidentschaftswahlen, insbesondere seit dem großen Erfolg von Hamdine Sabahi, der ein alter nasseristischer Aktivist war und eigentlich ihn niemand richtig auf der Rechnung hatte, dann aber einen ziemlich fulminanten Wahlkampf hingelegt hat, gerade in den letzten Tagen, und geschafft hat, fast 5 Millionen Stimmen in Ägypten zu gewinnen. Das ist der größte Erfolg von Link-Kandidaten, glaube ich, in der Geschichte. Und er hat unter anderem Kairo und Alexandria mit 35% gewonnen. Und er bildet jetzt mit Al-Baradei, der ist ein Name, der ja hier auch oft gefallen ist, ist Friedensnobelpreisträger gewesen und sehr populär auch in Ägypten. Der ist eher liberal-sozialdemokratisch, also eher so linksliberale mit gewissem sozialen Profil. Und die haben jetzt eine neue Einheit gebildet in den letzten Wochen und wollten eigentlich auch die nächsten Wahlen zusammengehen. Jetzt in den letzten Tagen allerdings hat sich zwischen diesem Block und den Moderaten des alten Regimes, nämlich Amr Moussa, eine nationale Koalition zur Verteidigung der Demokratie und Revolution gebildet. Vom Jahr, als die Revolution war, da war ja irgendwie das Programm ziemlich knapp und bündig, weg mit Mubarak. Hat dann ja auch geklappt. Dann gab es allerdings im Sommer so, es nannte sich glaube ich die zweite Welle der Revolution, dann wieder große Proteste. Was waren denn bei dieser zweiten Welle die Forderungen? In der zweiten Welle der Revolution ging es vor allem gegen den politischen Machtanspruch der Armee. Weil nach dem Sturz von Mubarak hatte die Armee ja die politische Macht übernommen, um eine Transformation zu ermöglichen und zu organisieren, aber sie wollen sie natürlich von ihrem neu gewonnenen Macht nicht trennen. Und dagegen hat sich eine Welle von Bewegungen und von Protest und Aufstand gebildet. Und das war eigentlich sehr überraschend, wie schnell die Armee ihre Popularität verlor, weil die ägyptische Armee war sehr populär wegen ihrer Geschichte, aber auch weil die Leute auch ein Bedürfnis hatten nach einer starken Hand, die Gesellschaft im Chaos ein bisschen ordnen und einen Übergang organisiert. Und das haben sie allerdings verspielt. Binnen von einem halben Jahr durch Demonstration, durch Brutalität, die öffentlich wurde, ging das verloren. Und natürlich, weil die Soziallage nicht verbessert hat. Und dadurch kamen dann die Muslimbrüder an die Macht und konnten die Armee absetzen. Und nun erleben wir allerdings die dritte Welle der Revolte gegen den Machtanspruch der Muslimbrüder. Gut, zur dritten Welle. Also was passiert jetzt genau und wer macht das und was sind die Forderungen dieser dritten Welle? Also wichtige Forderung, da geht es vor allem um die Verfassung und die präsidiale Erklärung, die Morsi gemacht hat. Morsi hat sich sozusagen bei der Entmachtung der Justiz gleichzeitig sehr viele Machtbefugnisse, eigentlich unbegrenzte Machtbefugnisse zugeschrieben. Und dagegen richtet sich die Bewegung, dass er diesen Dekret zurücknimmt und den Verfassungsentwurf, den sie jetzt gerade versuchen durchzuboxen, nochmal zur Verhandlung stellt und eine konsensuale Verfassung entwickelt, weil diese eine zu islamistische ist, die restliche Teil der Gesellschaft nicht entspricht. Jetzt entwickelt sich das ja anscheinend so, dass das halt auch innerhalb der Bevölkerung dann halt, es gibt halt Pro- und Contra-Morsi, halt die Islamisten und die Linksliberalen und die sich jetzt gegenseitig auch schon richtig angehen. Wie kann denn das weitergehen? Oder ist da Befürchtung, dass da irgendwie, noch mehr Gewalt passieren wird? Also ganz ehrlich, niemand weiß gerade, wie es weitergeht. Es ist total offen heute Abend. Also seit gestern, sagt man, diesen brutalen Übergriff. Die Muslimbrüder vor dem Präsidentenpalast hatten die Muslimbrüder diesen Platz ja gehalten und standen da jetzt. Und da ist auch immer mehr Polizei hingekommen, aber auch Armeepanzer, was ich so auf Twitter und Kanälen lesen konnte, aber auch in Medien, glaube ich. Und jetzt heute Abend wurden Demonstrationsmärsche der Opposition gebildet, um dahin zu gehen.
Ich habe bis 17:30 die verfolgt und da war von mehreren tausend Leuten die Rede, aber sowas wächst auch schnell. Ich habe jetzt allerdings keine aktuelle Nachricht mehr, weil ich hier nicht gut online war. Morgen wird es aber auf jeden Fall am Freitag eine sehr große Mobilisierung der Opposition wieder geben. Aber man weiß jetzt gerade wirklich nicht, was passiert, was die Gegenseite macht und wie groß die Demos werden. Das klingt aber auch, als ob die sich ziemlich unversöhnlich gegenüberstehen. Also diese Islamisten, die halt die Moslembrüder unterstützen, sind die breit in der Bevölkerung verankert oder sind die gut organisiert? Was sind das für Leute? Ja, sie sind sehr, sehr alte politische Bewegungen. Die sind nur 20er Jahre entstanden und wurden zwar immer wieder auch in Perioden unterdrückt, aber arbeiten eigentlich seit 80 Jahren in Ägypten und sind eine sehr reiche Bewegung. Sie betreiben eine eigene Ökonomie. Und gerade darüber wird auch sehr stark ihre Anhängerschaft gebunden. Die sind schon sehr, mit Abstand die bestorganisierte politische Kraft in Ägypten. Allerdings haben sie sich jetzt mit zu vielen gleichzeitig angelegt. Das scheint ziemlich aus dem Ruder zu laufen. Und ich bin nicht sicher, ob die das einfangen können. Eine letzte Karte, die ihnen bleibt, ist eine offene und viel offensivere Koalition mit den Salafisten. Die waren bis jetzt noch nicht so richtig in diesen Auseinandersetzungen drin. Die kamen zwar auf die Demo, aber die haben diese wilde Horde noch nicht losgelassen. Also das ist auch die Frage, was jetzt passiert. Das weiß man einfach nicht. Also die Salafisten sind die radikaleren Islamisten. Ja, und die Menschen, die jetzt gerade zum Parlament marschieren oder so, was ist das für eine Koalition? Aus welchen Ecken kommen die und welchen Rückhalt in der Bevölkerung haben diese Gruppen? Also das ist diese linksliberale Block, die sich mit den moderaten und reformorientierten Teilen des alten Regimes zusammengetan hat. Und allerdings ist alles auch sehr viel spontaner. Es sind die allermeisten, die auf diesen Demos gehen, wollen sich noch nicht mal irgendein Lager zuschreiben, sondern wollen nicht einfach, dass sich die neue Rechte, die sie gewonnen haben, wieder in eine Diktatur untergehen. Und insofern ist es eine sehr plurale Bewegung. Wie viel Rückhalt die jetzt hat, weiß man, kann man nicht genau sagen. Allerdings, was auffällig ist, ist, dass zwischen den Toten und Verletzten viele Linke sind. Ich habe den Eindruck, dass die neue junge Linke hier ziemlich im Kern der Bewegung ist, was sich am Zahlen der Verletzten messen lässt. Okay, möchtest du noch irgendwas hinzufügen? Nee, ich bedanke mich fürs Interview und bin in ein paar Tagen zurück und können wir es ja gleich gerne auch fortführen. Ja, also das wird sicherlich ein spannendes Thema bleiben. Hast du vielleicht zum Abschluss noch eine weiterführende Webseite, wo man sich da auf dem Laufenden halten kann, also am besten deutschsprachig? Deutschsprache ist sehr schwer. Also es gibt Inamo und es gibt ein, ich verfolge selber die Englischsprachigen, um ehrlich zu sein. Da gibt es Al-Masri Al-Yom und Al-Ahram. Die haben beide sehr gute Englischausgaben, die auch von eher linkeren Journalisten betrieben werden. Also al-ahram.com, aber kann man ja in Google eingeben, Al-Ahram oder Al-Masri Al-Yom.